Part Nummer 12, St. Pauli gegen Nürnberg. Endlich. Bin schon wirklich neugierig, wie jetzt die neue, etwas offensivere Taktik funktioniert. Die generelle Ausrichtung, die habe ich eigentlich noch vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben die nämlich auf Standard. Ich gehe jetzt mal auf Kontrolle, aber ja, könnte theoretisch sogar noch mehr sein, sage ich mal. Und dann schauen wir mal, wie es klappt. Ich hoffe, dass der Sound jetzt leiser ist und dass das alles okay ist für euch. Ich strenge mich auch gerade an, dass ich etwas näher zum Mikro sitze und da ein bisschen besser reinrede. Auf jeden Fall werden wir mal schauen, wie das jetzt klappt. Ich höre es mir dann gleich nachher an. Sollte passen. Das Problem ist halt, wenn ich sonst keinen Spielsound habe. Ich habe schon überlegt, ob ich irgendwie Musik oder so rein tue. Wenn ich sonst keinen Spielsound habe, dann ist das halt ein bisschen schwierig und mühsam. Das heißt, aufpassen. Pressing hat man jetzt schon ein bisschen gesehen. Also sie haben auf jeden Fall aggressiver attackiert. Und der geht an die Latte. Also das wird schon mal gefährlich. Jetzt schauen wir mal. Mutu sehr weit auf dem Flügel. Holt ihn mal in die Ecke raus. Die tritt Bretschko. Aber die wird abgefangen. Jetzt die Konterchance. Jetzt müssen wir aufpassen. Wir sind hier schon wieder in der Fünferkette hinten. Also das Umschalten auch in die, von Offensive auf Defensive scheint auch zu funktionieren. Petra klärt hier gut. Puh. Ein bisschen nervös bin ich schon. Ich will ja nicht unbedingt entlassen werden wie beim letzten Let's Play. Aber ich sag mal, der Football Manager ist eigentlich ganz einfach zu spielen, aber er ist wahnsinnig schwierig zu meistern. Ich habe bei meinem ersten Let's Play, bei meiner ersten Karriere mit Sturm eigentlich ohne aufzunehmen, ziemlich erfolgreich gespielt, habe den Pokal geholt, habe die Meisterschaft geholt. Und ab irgendeinem Punkt hat es dann plötzlich nicht mehr funktioniert. Aber wie gesagt, da war ich eigentlich ziemlich erfolgreich. Mutu, der ist drin, wieder drin, Mutu, 10. Minute. Wieder sehr früh abgeschlossen und er macht es einfach perfekt. Also es gab ja einen Kommentar von euch, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, der dem, ich habe das ganz lustig gefunden, der hat geschrieben, dass ihm ein bisschen die Fantasie fehlt, Silvester durch Mutu zu ersetzen. Der Gedanke ist wirklich der dahinter, dass Mutu der Erfahrene ist von den Stürmern. Und wenn dem die Power ausgehen sollte, dann habe ich mit Füllkrug und mit dem Lapper eigentlich zwei sehr vielversprechende Torjäger auch nach vorne. Dementsprechend finde ich, ist das auf jeden Fall eine günstige Lösung, die für sehr viel Erfahrung sorgt. Und ich finde es nicht blöd. Also, ja, und Silvester bringt gutes Geld, das werden wir hoffentlich noch irgendwie bekommen, also ihn hoffentlich noch verkaufen können. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt auch noch einwechseln heute. Jetzt. Ja, schon gedacht, dass der reingeht. Ja. Geh jetzt aber mal kurz. Mir ist Schöpfer ein bisschen zu offensiv, ehrlich gesagt. Ich gehe darauf unterstützen, der soll einfach beides machen. Und, wow, schade, der Pass hätte funktionieren können. Was ich euch noch sagen wollte, ist, ihr solltet unbedingt mal die Kommentare von den anderen lesen. Ich weiß nicht, ob ihr generell die Kommentare lest, aber ich finde das immer ganz spannend, was hier so dazu geschrieben wird. Könnte man ja mal ganz cool diskutieren, auch über das Spiel selbst. Mutu wird hier eigentlich gelegt, aber der Gegner verletzt sich. Gonta ist das. Spielen wir ihn doch noch raus. Bonera, Burgstaller. Ist natürlich keine leichte Partie. St. Pauli ist ja auch keine schlechte Mannschaft. Es gibt so und so wenig, oh Gott, so und so wenig schwache Mannschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Hier. Pressing, komm, Subutska. Nicht ungefährlich. Die Katze geht schon wieder ab hinter mir. Holy shit. Okay. Der war nicht schlecht. Ich meine, wir haben da jetzt einfach gepennt, was den langen Ball angeht. Das war aber ziemlich knapp, was Abseits angeht.
weiß nicht, ob es Fehlentscheidungen gibt. Also ich habe schon auf kurze Pässe eingestellt, aber es ist denen einfach ziemlich egal. Mutu mit dem Freistoß, das kann er in echt ja ziemlich gut. Im Spiel scheinbar nicht so. Aber er kommt schon näher. So, jetzt sagen wir den Jungs mal noch was bis zur Halbzeit. Nach vorne drücken. Bisschen mehr Pressing wäre vielleicht auch keine schlechte Idee. Sie traben alles und nebenher, ganz nett, begleiten den Gegner. Aber wirklich gut attackieren tun sie nicht. Burgstaller sogar jetzt mit dem Foul, also der macht heute gar keine gute Partie. Burgi auf Mutu. Aber der Schuss leider zu schwach. Die Defensive ist leider heute wirklich zu vergessen. Die Katze tappt gerade meinen Finger an. Schöpf hält den Ball zu lang. Ja, gut geklärt. Mir ist das echt zu wenig. Wir schauen einfach nur zu. Sieht man hier wieder. Aber sieht man halt, dass das auch gar nichts bringt. Wenn man nicht gut und aggressiv in die Zweikämpfe reingeht. Das ganze Zuschauen hier ist echt eher mühsam. Auch hier wieder. Jetzt haben wir sogar Glück, dass es nicht noch höher steht. Ich sag's Ihnen mal aggressiv, dass ich eine bessere zweite Hälfte erwarte. Und die Rollen werden wir uns ein bisschen anders anschauen. Ich kann da dann ja auch in die Analyse reinschauen. Bei den Leistungen hier im Allgemeinen sieht man so solche Sachen, also Schüsse, Passgenauigkeit. Die Passgenauigkeit von den Prozenten her funktioniert jetzt gar nicht so schlecht. Oh, das ist St. Pauli. Ja, bei uns ist es schon mieser. Gepard 68%. Das ist halt schon ziemlich krass. Tacklings. Durchschnittspositionen, da ist das, was ich mir eben anschauen soll. Da sieht man, wie sie sich durchschnittlich verhalten. Das finde ich interessant. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel. Aber es wirkt so, als würden uns ein bisschen die Anspielstationen in der Offensive fehlen. Habe ich so das Gefühl. Ich werde Burgstaller noch spielen lassen. Gepard hat mir allein wegen der Passquote nicht gefallen. Und wir gehen da auf strikt und auf angreifen. Und gehen wir mal auf Ball halten, weil ich glaube, wir brauchen jetzt echt einmal ein bisschen mehr Ballbesitz, damit das Ganze dann funktioniert. Und dann schauen wir, wie das jetzt hinhaut. Wir werden sehen. Ach, die Rollen von den ZMs wollte ich auch noch umstellen. Wird sie schon wieder. Ball erobernd auf Verteidigen und Box-to-Box auf Unterstützen. Schauen wir mal, wie das dann aussieht. Der kann einfach durchlaufen. Ronera klärt hier gut. Wir zuschauen. Wir stehen viel zu weit weg. Ich stelle jetzt schon wieder so viel um, aber ich muss irgendwie reagieren, weil mir Fehler auffallen. Und ich dagegen einfach was machen möchte, natürlich. Görlitz geht hier durch, aber abgeblockt.
Dieses nach Vorschlagen ist halt auch so das Problem. Da kriegst du dann halt kein gut geordnetes Spiel hin. Mutu, der ist immer wieder mit Distanzschüssen und so weiter gefährlich, aber viel mehr kommt dann auch nicht. Ich sehe jetzt nur gerade, ja, die Chance wollte ich eigentlich noch abwarten, aber steht unten, das war knapp, also haben wir anscheinend nichts verpasst. Silvester, stärkste Position links außen. Nachdem Burgstaller heute leider sehr schwach war. Also ich glaube, aka C-Rock, du hast auf jeden Fall recht. Wir müssen fast noch mehr auf Angreifen stellen. Bonera, riskanter Rückpass. Aber geht sich aus. Also die Leute hier sind generell anscheinend etwas zu... Also es fehlen hier vorne einfach die Anspielstationen. Hier sieht man es wieder. Ich stelle jetzt auch wirklich die Außenverteidiger auf Angreifen, weil... die hier sehr verhalten agieren. Mutu wieder mit Pech. Außenverteidiger auf Angreifen. Das bringt noch mehr Power nach vorne. Schöpf sieht ziemlich müde aus. Ein bisschen warte ich vielleicht noch mit dem letzten Wechsel. Präsenzi auf Schöpf. Silvester. Präsenzi geht hier jetzt gut mit. Flanke auf Mutu. Der hat wieder Pech mit dem Kopfball. Aber die Chancen sind jetzt auf jeden Fall da. Hier der Fehler. Koch. Schöpf. Okay, Schöpf. Raus mit dir. Viele, viele Fehler gemacht. Bonera, schönes Tackling. Schöpf auf Mutu. Adrian Mutu geht hier durch, aber bleibt mit dem Schuss dann hängen. Schade drum. Fast das 3-1, fast die Entscheidung. Bretschko und Mutu nehmen sich da gegenseitig den Ball weg. Brandgefährlich. Also zweite Halbzeit war auf jeden Fall viel besser schon. Es wäre wirklich schön, wenn sich die Jungs noch irgendwie belohnen könnten. Das ist alles so unpräzise. Ich schicke jetzt alles nach vorne. Silvester zieht hier gut nach innen. Ach, der Schuss, das ist halt mehr ein Pass als sonst was. Und da gibt es nichts mehr. Keine Chance mehr. Gar noch St. Pauli die Chance, aber die Zeit ist jetzt schon um. Das war's. 2-1 verloren. Wir haben ja einige Erkenntnisse gewonnen. Es ist schade, wirklich schade, vor allem weil wir ja gerade in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gespielt haben. Außenverteidiger haben sehr viele Kilometer gemacht, 12 Kilometer, Niklas Stark 12 Kilometer. Gebhard Burgstaller habe ich ausgewechselt, deswegen ist das nicht ganz so aussagekräftig. Mutu mit 11 Kilometern auch sehr viel gelaufen, vor allem für das Alter. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja, auch hier ist das so eine Sache. Wenn ich mir jetzt hier zum Beispiel diese Jungs anschaue. Niklas Stark, okay, dem habe ich die defensive Rolle gegeben. Schöpf war sehr offensiv, auch hier dabei. Gebhard geht so. Burgstaller war offensiver, Gebhard eher nicht so. Mutu
hat auch viel nach hinten gearbeitet. Hier sieht man, das ist anscheinend sogar im normalen Spiel und hier vor allem bei den Standards, nehme ich mal an. Ja, schwierig, wirklich schwierig. Abgefangene Bälle, Bambonera mit 17, Petrak nur mit 3. Wie sieht es mit den Pässen aus? Passgenauigkeit bei Zielutzka 66%. 2 von 3 Pässen, das ist nichts. Silvester, starke Passquote. Gebhardt auch schwach mit der Passquote. Man könnte theoretisch probieren, Silvester auf links, Burgstaller auf rechts oder sowas in der Richtung. Müssen wir mal schauen. Ja, auf jeden Fall Mutu hat wieder getroffen, was natürlich nicht schlecht ist. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir das im nächsten Part machen. Wir müssen dann ja gegen Viktoria Köln ran, also da sollten wir dann hoffentlich keine Probleme haben. In 7 Tagen ist es soweit, dann DFB-Pokal, also bitte wieder einschalten. Bis gleich, ciao.